Passen Sie mal auf, schon 1873, da waren Brotobauer zur täglichen Unterhaltung der königlichen Hofgesellschaften bei seiner Majestät, dem König von Württemberg, sehr geschätzt. Aber auch heute noch verwenden unsere Tonmeister ihr ganzes Können darauf, und das ist nicht viel, ein Klangbild zu erstellen, das dieser Tradition und der 400-jährigen Geschichte unseres Tonstudios gerecht wird. Gemäß dieses noch im deutschen Reinheitsgebot von 1516.